Im App-Test The Unstoppables. The Unstoppables ist eine Spiele-App, bei der die vier ganz unterschiedlichen Freunde Mai, Jan, Achim und Melissa nur mit vereinten Kräften ans Ziel kommen. Ziel ist es, Melissas Blindenführhund Tofu aus den Fängen seines Entführers zu befreien. Um die vielen kniffligen Situationen zu meistern, müsst ihr die verschiedenen Fähigkeiten der einzelnen Figuren einsetzen. Achim zum Beispiel kann jemanden auf seinem Rollstuhl mitnehmen. Das ist gut für Jan, der nicht so schnell läuft wie die anderen. Dafür kann der starke Jan Achim über Bordsteine und Treppen helfen. Die blinde Melissa kommt mit ihrem Langstock an schwer erreichbare Gegenstände. So kann sie den Deckel einer Tonne schließen, damit Mai darauf springen kann. Außerdem ist Mai klein genug, um durch enge Fenster und Schächte zu gelangen. Nur indem ihr die Fähigkeiten kombiniert, könnt ihr die Hindernisse überwinden und am Ende den Hund retten. Während des Spiels wechselt ihr immer zwischen den Figuren hin und her. Wenn ihr eine Figur ausgewählt habt, könnt ihr sie nach links oder rechts steuern. Bewegt dafür euren Finger in die gewünschte Richtung und haltet ihn auf dem Display gedrückt. Wollt ihr eine Aktion ausführen, zum Beispiel eine Tür öffnen oder einen Schalter betätigen, nutzt dafür den Aktionsbutton. Den braucht ihr auch, wenn ihr die Fähigkeiten der Figuren einsetzen möchtet. Ihr könnt das Spiel jederzeit unterbrechen und später fortsetzen. Wollt ihr wieder von vorn anfangen, klickt auf Neues Spiel. Die App gibt es neben Deutsch auch auf Englisch und Französisch. Viel Spaß mit den unaufhaltsamen Freunden!